teilen wir Ihnen mit, dass Sie ab sofort wieder über Ihre Scheckkarte verfügen können und... Na also, sehen Sie, Henriette, ich habe hart gearbeitet, aber es hat sich gelohnt. Ich habe keine Schulden mehr und ich stehe mit 5.000 im Plus. Das wäre doch ein Grund zum Feiern. Henriette, als ob Sie es geahnt hätten. Glückwunsch, Benedikt. Danke. Das war wirklich eine harte Zeit für Sie, nicht wahr? Henriette, Sie glauben gar nicht, was das für ein Gefühl ist, wenn einem die Bank die Scheckkarte wegnimmt. Man kommt sich vor wie ein Krimineller. Oh, der sitzt aber fest. Henriette, können Sie mal? Oh! Na, die ist hin. Oh, pardon. Macht nichts. Henriette, wissen Sie was? Heute gehen wir mal ganz groß aus. Wir können es uns doch wieder leisten. Oh ja, wunderbar. Ein rauschendes Fest nur für uns beide. Santé. Auch das. Ich ziehe mein neues Kleid an. Naja, das für 1650 Mark, das wir leider nicht zurückgeben konnten. Das wir zum Glück nicht zurückgeben konnten. Tutala. Henriette, Sie sehen hoch. Sie sehen einfach. Sagen Sie es. Umwerfend aus. Das ist ja. Oh, mon Dieu, Benedikt. Benedikt, haben Sie sich was getan? Henriette, Sie sind so schön. So schön. Ich habe keine Schulden mehr. Warum muss ich denn jetzt sterben? Benedikt, Sie sind nur von der Leiter gefallen. Ich glaube nicht, dass Sie sterben müssen. Vielleicht sollte das ein Arzt entscheiden. Hm. Guten Tag, Herr von Weber. Tag. Mein Name ist Borchert, ich bin die Oberärztin. Ja, also eigentlich habe ich ja Anspruch auf den Chefarzt. Ja, ich weiß, aber der Chef hat im Augenblick einfach viel zu viel am Hals. Ich vertrete ihn. Naja, ich bin ja schon froh, dass Sie mich hier nicht ganz vergessen haben. Tut mir leid, ich hätte früher kommen müssen, aber im Grunde genommen habe ich genauso viel zu tun. Stress. Ja, ich verstehe. Personalmangel, Raummangel und dann noch nörgelnde Patienten. Ja, Sie haben es wirklich schwer. Sie nörgeln doch gar nicht. Haben Sie Schmerzen? Oh ja, große Schmerzen. Sie werden sich mindestens 3 Stunden um mich kümmern müssen. Sagen Sie die Wahrheit, Herr von Weber. Die Wahrheit? Ich hab keine Schmerzen, nicht. Kümmern Sie sich ruhig um die, die es nötiger haben. Ja, aber vergessen Sie mich nicht ganz, bitte. Wie könnte ich einen Mann vergessen, der so viel Verständnis hat wie Sie? Na, sind Sie. Bis bald. Bis bald. Frau Dr. Borchert. Ist Ben da? Nein, er ist im Krankenhaus. Was? Ja, kommst du doch einen Augenblick rein. Er ist von der Leiter gefallen und hat sich dabei ein Bein gebrochen. Und den Arm hat er sich auch verstaucht. Mann. Das kann er mir doch nicht antun, gerade jetzt, wo ich ihn so dringend brauche. Tja, c'est la vie. Mensch, der sollte mir doch die Rede schreiben für morgen. Bei den Vorbereitungen helfen. Da fällt er von der Leiter, der Hirni. Oh Mann, das ist aber ein verdammt schlechtes Timing. Worum geht es denn da morgen? Ja, hat er Ihnen das denn nicht gesagt? Ihr seid doch eingeladen. Ich hab Geburtstag. Oh, Vinzenz, das ist wunderbar, wunderbar. Sie geben ein Fest, ein richtiges Fest. Oh, da kommen bestimmt viele Leute. Ja, so war es geplant. Alle meine Freunde werden auf der Matte stehen. Ich wollte eine schöne Rede halten. Ben sollte sie mir schreiben. Und so hat man schließlich einen Texter als Freund. Oh. Er sollte mir beim Einkaufen helfen, die ganzen Kisten hochschleppen. Ah, der Fahrstuhl ist im Eimer, die Putze ist auch noch krank. Mensch, wie kriege ich denn jetzt die Bude clean? Oh, Mann. Das ist wirklich ein Schuss in den Ofen. Mann. Ich glaube, ich cancel das Ganze. Was tun Sie? Canceln. Absagen. Ich sage das Fest ab. Oh nein, Vinzenz, das können Sie nicht machen. Was bleibt mir denn übrig? Das schöne Fest.
Fragen Sie doch Ihre Freundin, vielleicht kann die Ihnen helfen. Welche denn? Das tun die doch nie. Putzen? Schon gar nicht. Henriette, Sie. Sie sind da vielleicht gesondert gelagert, aber die Mädels heutzutage, die sind auf einem völlig anderen Trip. Trip? Die wollen sich alle doch nur selbst verwirklichen. Für die soziale Komponente haben die überhaupt kein Feeling. Ist echt schade. Naja, vielleicht könnte ich Ihnen helfen. Sie? Henriette? Nein, 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 nein. Das wäre wirklich zu viel verlangt. Nein, das kann ich nicht annehmen. Nein, das wäre mir wirklich peinlich. Könnten Sie vielleicht morgen um 4 auf der Matte stehen? Danke, vielen Dank, danke. Und das ist erst der Anfang. Es kommt ja noch viel mehr. Wow. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da kann sich aber Frau Sauber meine Scheibe von abschneiden. Mensch, das ist ja perfekt. Ich bin beglückt. Auf wen sitzt das doch nicht der Rede wert? Es ging wie von selbst. Was haben Sie denn alles eingekauft? Ach, nur vom Feinsten. Schließlich wird man ja jeden Tag 24. Schon? Wollen wir beide die gleich mal Köpfen antesten? Ich habe eine andere Idee. Die würde ich gerne Benedikt ins Krankenhaus mitbringen. Ach ja. Du erbst doch zu wenig Freude, hm? Gruß von mir. Merci. Out, out! Was haben Sie denn? Das sieht doch ganz gut aus. Die Schwellungen sind zurückgegangen und das Hämatom ist verschwunden. Danke, Schwester Gerda. Ich mache dann hier alleine weiter. Bitte? Also der Verdacht auf Gehirnerschütterung hat sich nicht bestätigt, Herr von Weber. Ihr Knöchel, das ist auch nicht so gravierend, weil Sie eine hervorragende Kallusbildung haben. Und der Arm, tja, ich denke, das können wir bald alles ambulant weiter behandeln. Oh, Sie haben es aber eilig, mich loszuwerden. Das ist aber schade. So war das nicht gemeint. 2 bis 3 Tage bleiben Sie uns bestimmt noch erhalten. Oh, das ist schön. Ich habe mir auch Gedanken darüber gemacht, wie man diesen Stress, von dem Sie gesprochen haben, wie man den abbauen könnte. Ach ja? Wunderbar. Lassen Sie hören. Hier? Wo denn dann? Ich dachte, da, wo wir vielleicht ein bisschen ungestörter sein könnten. Ich meine, Schwester Gerda, die muss ja nicht alles mitkriegen, was ich da so für Ideen habe. Ich habe so das Gefühl, Herr von Weber, Ihre Ideen kollidieren mit meiner Dienstvorschrift. Frau Dr. Borchert, wenn Sie das fühlen würden, was ich fühle, dann möchte ich mal den sehen, der uns da Vorschriften machen kann. Reizvoller Gedanke. Vielleicht sollte ich Sie doch noch einmal etwas gründlicher untersuchen. Unbedingt. Was meinen Sie, heute Abend? Heute Abend. Ich habe eine kleine Wohnung auf dem Gelände, Haus 3. Haus 3. Könnten Sie mir eine Andeutung machen, in welche Richtung sich Ihre Gedanken bewegen? Die bewegen sich ungefähr in diese Richtung. Ich finde Ihre Gedanken sehr anregend. Ach, Sie haben schon Champagner besorgt. Champagner? Nein. Der denn her? Oh Gott, Ihr Auge? Ja, hier daneben, ganz dicht daneben. Merkwürdig, wie kann denn sowas passieren? Wie kann ich denn alleine? Was? Was? Wie? Was meinen Sie? Ich meine, das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Hi, Glück. Ja, Dr. Borchert, ich komme sofort. Tut mir leid, ich muss leider noch mal auf die Station. Mhm. Also bis später. Ja. Bis später. Henriette, Sie sind doch hier. Stimmt's? Na los, los! Zeigen Sie sich. Hier bin ich. Ich finde Ihre Gedanken sehr anregend, Herr von Weber. Wir sehen uns gleich. Bis später. Ich bin schockiert, Benedikt. Schockiert! Ich auch. Sie spionieren mir nach. Sie beobachten mich. Heimlich. Sie schießen mit Korken nach mir. Wenn das ins Auge gegangen wäre.
Ich habe genau daneben gezielt. Aber das nächste Mal, wer weiß. Och, Sie Wüstling! Komm, sind Sie aus dem Haus, betrügen Sie mich! Womit habe ich das verdient? Was hat sie, was ich nicht habe? Das kann ich Ihnen sagen. Sie ist eine Frau, eine richtige Frau. Und Sie sind ein Geist. Leider nur ein Geist. Und ich bin ein Mann. Ein richtiger Mann. Na schön. Wir werden ja sehen. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Tja, was soll denn das heißen? Sie werden schon sehen. Sie werden schon sehen. Sie werden schon sehen. Sie werden schon sehen. Das ist ja hier ein richtiger Ehekrach. Happy Birthday to you. Danke, danke. Happy Birthday to you. Yeah. Happy Birthday, dear Vincent. Danke, danke. Happy Birthday to you. Danke, danke. Ich liebe euch alle. Oh, oh, neue Gäste für das Fest. Wir tanzen. Gleich beginnen wir uns gleich. Hat geklingelt, ich muss nachsehen. Versprochen ist versprochen. Bin schon auf dem Weg. Oh, oh, Henriette. Mann, oh Mann, Sie sehen aber aus. Grüß Sie, Vincent. Das haut ja den stärksten Eskimo vom Schlitten. Voilà. Für mich? Oh Mann, oh Mann, die sind aber hübsch. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Danke, danke. Warum kommen Sie denn jetzt erst? Die Party ist schon in vollem Gang. Dafür bleibe ich länger, damit wir beide ein bisschen Zeit für uns alleine haben. Ja, damit wir beide. Wie geht's Ben? Waren Sie heute schon bei Ben? Benedikt? Gut. Benedikt ist krank. Aber Sie sind gesund und gut aussehend. Und ich habe ein Faible für gesunde und gut aussehende Männer, besonders wenn sie Geburtstag haben. Ah, Wahnsinn. Moment mal bitte, ja? Was wünschen Sie? Ich wünsche, dass Sie nicht in meinem Revier wildern. Vinzenz ist mit mir zusammen. Oh, und wir? Alles klar? Verzieh dich. Vinzenz! Kriege ich noch ein Schlückchen Sekt? Ah, natürlich. Logo, Biggie Maus. Yeah. Vincent, das ist Rotwein. Oh, Mensch, Vincent! Du hast mir meine ganze Bluse eingeschmissen. Was ist denn das passiert? Das weiß ich auch. Weil du sie die ganze Zeit anstarrst. Das ist ja Rotwein. Du kannst ruhig zugeben, dass du was mit ihr hast. Aber Biggie, kannst du deine dummen Ausreden sparen? Ich gehe. Biggie! Au revoir, Biggie Maus. Das ist mir jetzt aber echt unangenehm. Aber Vinzenz, das ist doch nicht das richtige Mädchen für Sie. Nein? Ein Mann wie Sie, Vinzenz. Sollte sich nicht mit so kleinen Lichtern zufrieden geben. Er sollte nach den Sternen greifen. Die sind heutzutage sehr selten geworden. Aber wenn ich mal die Gelegenheit habe... Jetzt haben Sie die Gelegenheit. Henriette, das... Das geht nicht. Warum nicht? Gefalle ich Ihnen nicht? Im Gegenteil. Sie sind eine Wahnsinnsbraut. Oh, Wahnsinnsbraut. Ist das ein Kompliment? Das Größte, das ich zu vergeben habe. Wann gehen die Gäste? Das weiß man nie so genau. Das letzte Mal haben wir 2 Tage lang durchgefeiert. So lange sollten wir nicht warten, Vincent. Ja, aber... Und Ben? Wer ist Ben? Aber das ist ja noch längst nicht alles. Ich bin mal allein den Rio Negro runtergepaddelt in einem Kanu. 3 Tage lang. Nichts als die grüne Hölle links und rechts von mir. Oh ja, da drüben, da muss da irgendwo eine alte Indianermaske hängen. Und dann die Wüste, Leute, die Wüste. Und das hat Sie sicher sehr beeindruckt, Vincent, das verstehe ich. Und dann der Sandsturm bei Tan Marasset. 3 Tage bin ich herumgeirrt. Nichts als Sonne, Sand und Wurst. Das waren bestimmt unmenschliche Strapazen, Vincenz. Oh, mon Dieu, was Sie alles erlebt haben, so dick. Oh, ja, Sanchez. Darf ich?
Immer, immer. Wenn ein Mann das erlebt hat, was ich erlebt habe, Henriette, dann haut ihn nichts mehr um. Oh, bestimmt. Sie sind wirklich ein toller Kerl, Vinzenz. Darauf sollten wir noch mal anstoßen. Santé. Tschüss. Ex. Ex. Oh, oh, der hat sogar ganz schön in sich. Ja, das haut den stärksten Eskimo vom Schlitten. Mich nicht. Wissen Sie, Henry. Vinzenz? Vinzenz? Sie wollten mir doch von Australien erzählen. Vinzenz? Très joli. Du warst mit links. Ja, mein Lieber, jetzt du, komm. Das ist Wahnsinn, Ben, Wahnsinn. Na, was ist das denn? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Was ist denn los mit dir? Sag mal, hast du Probleme? Lass dir was sagen, Ben. Du bist mein Freund. Ja, das macht die Sache ja auch so schwer. Was? Ich weiß ja gar nicht, was da in mich gefahren ist. Da tun sich Abgründe auf, Ben. Ich fühle mich wie Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Echt strange. Ja, kommt, also nur sag mal hier mal Klartext, ja? Aber sie hat angefangen, Ben, ehrlich. Also sie hat mich überrollt. Diese Frau hat ja eine Power, du. Wer? Henriette. Henriette? Ben, verstehst du es denn immer noch nicht? Wir haben es getan. Im Bett. Was? Nein. Das ist unmöglich. Henriette? Ja, ich dachte da immer, das kann sie gar nicht. Ich meine, dazu ist sie doch gar nicht fähig. Doch. Jetzt geht's mir verdammt dreckig. Du und Henriette? Aber bist du sicher? Ich meine, ja, wie denn? Ben, bitte keine Details, ja. Erspar mir das bitte. Ich dachte immer, dazu ist sie gar nicht fähig. Herr von Weber, das ist Besuch für Sie. Eine Freifrau von Südeck. Aber Benedikt? Ich weiß gar nicht, warum Sie so erstaunt sind. Ich bin jederzeit bereit, Ihnen das zu geben, was ich Vinzenz gegeben habe. Ja, und ich dachte immer, Sie sind dazu gar nicht fähig, als Geist. Natürlich. Kommen Sie nach Hause und ich zeig's Ihnen. Was? Packen Sie Ihre Sachen. Wir gehen. Nein, nein, Henriette, Moment, Moment. Also, ich könnte zwar schon nach Hause, aber Frau Dr. Borchert, also die Oberärztin, also Sie und ich... Ach, Sie haben jetzt ein richtiges Verhältnis mit ihr? Ja, na, ich weiß nicht. Man wird sehen. Man wird sehen? Was heißt das? Heißt das, Sie sehen sie noch einmal? Ja, ja, so könnte man sagen, ja. Und wann? Nun ja, demnächst. Heute Abend. So, so. Wo ist sie denn jetzt? Jetzt hat sie Dienst. Aha. Na dann, au revoir. Henriette, Moment, was haben Sie denn vor? Man wird sehen. Ja? Ja, in Ordnung. Ja, ich richte es aus. Frau Doktor, Entschuldigung. Der Chef musste in den OP. Er bittet Sie, nach einem Patienten zu schauen, der auf Zimmer 04 liegt. Ist heute Nacht eingeliefert worden. Wichtiger Fall. Warum wichtig? Herr Dr. Bosch, Staatssekretär. Schienbeinbruch. Schienbeinbruch? Mhm. Es gibt ein paar wichtigere Fälle. Da muss sich der Herr Staatssekretär leider noch ein bisschen gedulden. Beste Gerber, Station 2. Guten Tag, Frau Dr. Bosch. Ja, Sie möchten sich Ihren Mann sehen. Ja, natürlich. Sind Sie schon im Haus? Gut, dann nehmen Sie bitte den Fahrstuhl in den zweiten Stock, Zimmer 04. Ja, gern geschehen.
Dr. Krieger, bitte mal in die Schwesternstation kommen. Ah, Sie sind die Oberärztin. Na, das wurde aber auch Zeit. Wissen Sie, wie lange ich schon warte? Ja, ich bin die Oberärztin. Es tut mir furchtbar leid, dass Sie so lange warten müssen. Aber jetzt bin ich nur noch für Sie da, Herr Staatssekretär. Ach so. Ja, eigentlich habe ich ja Anspruch auf einen Chefarzt. Aber Sie sind bestimmt hübscher als der. Kleiner Scherz, entschuldigen. Sie haben Humor? Oh, ich liebe Staatssekretäre mit Humor. Ja, wie wär's denn, wenn Sie mich ein bisschen untersuchen würden? Etwas eingehender. Schon überredet. Aber warum hier? Ich habe eine kleine Wohnung hier auf dem Gelände. Haus 3. Ah ja? Kollidiert dieser Vorschlag nicht mit Ihrer Dienstvorschrift? Aber Herr Staatssekretär, wenn Sie fühlen, was ich fühle, wer hat dann das Recht, uns Vorschriften zu machen? Oh, Sie gefallen mir. Sie gefallen mir sehr. Wie heißen Sie denn, Frau Doktor? Borchert. Nein, ich meine mit dem Vornamen. Aber Herr Staatssekretär, Namen sind doch Schall und Rauch. Ilse! Irgendwann muss sie es ja mal erfahren, nicht wahr, Sherry? Was? Sag es ihr jetzt. Ich hätte sie mir noch älter vorgestellt. Wolfgang, ich habe es gehabt. Ich habe es immer gewusst. Du betrunken. Nein, liebe Kollege, da gibt es nur eins. Sie nehmen sofort einen Fortbildungsurlaub. Und zwar so lange, bis Gras über die Angelegenheit gewachsen ist. Aber ich kann doch nicht alles stehen und liegen lassen. Für Ihre Vertretung habe ich bereits gesorgt. Ich versichere Ihnen, ich war es nicht. Das kann ich bezeugen. Ich war zu der Zeit bei zwei anderen Patienten. Das ist egal. Es ist während Ihrer Dienstzeit passiert, auf Ihrer Station. Sie tragen die Verantwortung. Fortbildungsurlaub? Aber ich muss doch die Visite beenden und morgen... Morgen, Frau Dr. Borchert, sind Sie bereits in Rom. In Rom? Wieso in Rom? Und zwar auf diesem Expertentreffen. Als Vertreterin unserer Abteilung. Basta. Und nun fahren Sie nach Hause und packen Ihre Koffer, Frau Doktor. Wenn ich nur wüsste, wer mir das eingebrockt hat. Merkwürdig. Merkwürdig. Ich begreife das nicht. Hat sich überhaupt nicht von mir verabschiedet. Wenn ich nur wüsste, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Frau Dr. Borchert war das sicherlich nur ein kleines Abenteuer, weiter nichts. Im Allgemeinen wirft man so ein Verhalten den Männern vor. Aber die Frauen sind in Wirklichkeit noch viel schlimmer. Benedikt, das kann ich nicht zulassen, diese Verallgemeinerung. Schließlich bin auch ich eine Frau. Mm-mm. Sie sind ein Geist. Es lebe der kleine Unterschied. Ja. Voilà. Danke. Gottes Willen, was haben Sie denn da zusammengemixt? Das soll ich trinken? Sie wollten doch dasselbe trinken, was ich Vinzenz gemacht habe. Was denn? Das hat der getrunken? Ja. Und dann fiel er um wie ein Stein und schlief wie ein Stein. Dann hat sich da also gar nichts... Nein, da hat sich gar nichts... Henriette... Henriette, jetzt geht mir ein Licht auf! Apropos, die Birne ist ja immer noch nicht drin. Benedikt, jetzt holen wir alles nach. Henriette! Und gehen endlich ganz groß aus. Henriette! Oh, oh, oh! Na, nehmen Sie mich so mit? Nicht schon wieder! Oh, 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 oh. Henriette, Hilfe! Gehen wir, Benedikt?